Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Ja. Endkampf um die Erde. Okay, this battle looks good. Like Goku, Turles is a Saiyan. He will try to destroy the Earth using the Tree of Might, which will suck the energy from the planet. Will Goku be able to save the Earth and return the peace? Natürlich schaffen wir das. Natürlich. Kakarot, if you kneel before me, I'll let you and your son join me. I told you, my name is Goku! I have eaten the fruit of the Tree of Might many times. You can't beat me! You're no more than a little insect compared to my power. I won't know if I don't try! Okay. That was why I didn't end up like you! Kommt, hat es? Welchen zum Goku haben wir eigentlich? Verwandeln kann ich mich auf jeden Fall nicht. Warte mal, ich kann das testen. Okay, wir haben den ersten zum Goku. Ja. Wir haben den ersten zum Goku. Das heißt, der mit der Minigame wieder haben wir. Du sollst toll, das kann ich am Arsch lecken. Ach, echt jetzt? Egal. Dann kann er jetzt die Genki-Dama schlucken. Am gleichen Ort, an gleichen Stelle. Wie geht das? Goku, the spirit bomb. It looks like it. I have no choice. Land, ocean, sky. All things that draw breath. Give me some of your power. This is for the sake of everyone. It's warm. It's Goku's getting energy from the Tree of Might. It's warm. Kakarot, you're a disgrace to all Saiyans. Ja, ja, das sagen viele. Und er ist trotzdem der stärkste von allen. Gott sei Dank hat er das abgebrochen. Ach ja, stimmt, er hat den Scouter. Da bringt das eigentlich nicht viel. Und Kaioken. Ich sehe noch kaum was abfällt mir drauf, gell? Ah, es geht. Sag mal, sieht er mich noch nicht? Doch, der sieht mich. So. Looks like I won. Thanks, everyone. Naja, ich würde mal sagen, das war jetzt nicht allzu schwer, hä? Aber ich muss ja auch mal bedenken, das ist ja der Kampf, wo ich die Dragon Balls gefarmt habe. Im Prinzip immer Gebirge kaputt machen, auf die Katze ihn scheißen, also erst gar nicht R3 drücken und dann einfach bang 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 und fertig. So, Lord Slug. Slug, the
evil Namekian with plans to dominate the universe appears on Earth. When it looked like everyone would be crushed by Slug's brutal strength, Goku's unknown Saiyan powers are released. Super Saiyajin-Kräfte. Ja, klar. Größte Verarschung. Der Film ist die größte Verarschung. Slug! I'll give you one chance to leave this planet in peace! You're a Saiyan? I'm from Earth. This will be a good opportunity to test my newly restored powers. Okay. This is completely different from before. You can do it! Fool, don't take your eyes off your opponent! So. Wir haben aber wieder den Super wieder den Goku wieder gegen die Dame. Ja. Ah ja, der Witz ist, dieser Film ist die größte Verarsche ever. Erstmal, Dotstock hat eigentlich keinen Grund hier auf die Erde zu kommen. Die Dragon Balls fällt ihm ja erst auf, wenn er hier ist, wegen Son Gohan sein Hut. Dann ist es ein totaler Verriss eigentlich von der Dragon Ball Story von Oberteufel Piccolo. Und der Titel ist ja die größte Verarsche. Weil Son Goku verwandelt sich ja in dem Film in einen Super Saiyan. Nur so ähnlich. What the fuck hat das gerade gebackt? Ach, das ist doch ein Ficker. Lord Zack verwandelt dich eigentlich. Ansonsten bang ich dich kurz so. Ich will euch halt alle Cutscenes zeigen, aber ansonsten würde ich das viel schneller machen. So, Digga, du hast kaum Leben. Naja, ist ja nicht so, als ob das Goku zum ersten Mal ist, ja? Ach ja, ich find's cool, dass das in Xenoverse 2 ja auch gibt jetzt, dass man die sich so einen riesen Namen gerne machen können. Ob es so vorteilhaft ist, ist dann halt eine andere Frage. Aber cool ist es trotzdem. Ach, ich vergesse immer, dass das so einer von rechts nach links strahlt ist. Du willst Kopfnuss, hä? Du willst Kopfnuss, kriegst du Kopfnuss.
so. Alter, der ist so lahmarschig, dass ich das nicht richtig vorhersehen kann. Ach, scheiß drauf. Mache ich jetzt was anderes. So, jetzt komm. Ich weiß halt nicht, muss ich ihn killen oder muss ich R3 drücken? Egal, ich habe ihn gekillt, draufgeschossen. So, Lord Slug haben wir auch erledigt. Jetzt noch kommt noch Garlic Junior. Okay, this battle looked... Garlic Junior, who was defeated and sealed by Goku, has been revived and has turned all of humanity into demons. Now in Goku's absence, the only one to protect Earth is his son, Gohan. Gohan's fight to protect the Earth is about to begin. Mal ein Kampf ohne Goku. Aber wir dürfen mal wieder mit Krillin kämpfen, glaube ich. Yay, und Piccolo. Yay, wobei Piccolo erst ab Cyborg-Saga der Piccolo ist, mit dem ich gern spiele. Piccolo, you and Kami are one and the same. If Kami dies, so will you. Which will be first? Will he succumb, or will I destroy you? Unfortunately, I'm not a coward like you. I don't fear death. Make you regret becoming immortal. You still don't get it, do you? The Machio Star is here! And the closer it gets, the more powerful I will become! Ja, zudem Piccolo kann auch schlecht Angst vor dem Tod haben, weil die Angst vor Tod ist im Prinzip das Gefühl, wie es ist, wenn man stirbt. Finde ich mindestens. Und Piccolo ist ja in dem Zeitpunkt ja schon gestorben. Das ist ja zwischen der Freezer und der Cyborg-Saga, bevor Son Goku eigentlich erst wieder zurück auf die Erde kommt. Junior. Aber ich mag diesen Piccolo nicht, der zappelt mir zu viel rum. Aber dafür hat er Höhenspirale. Hat sie drauf geschossen, komm. Special Beam Turner! Aber ich find's irgendwie schade, dass der Garlic Junior Kampf fehlt vor der Dragon Ball Z-Saga. Denn nämlich vor Dragon Ball Z und zwischen Dragon Ball ist nämlich der erste Garlic Junior Film. Der dümmste Film von allen eigentlich ist. Aber das kann sich jeder selbst rausfinden, wieso. Ah, fick dich doch einfach. Jetzt verwandle dich. Ich wollte gerade sagen, wann kommt das eigentlich? What? Garlic Junior suddenly got stronger.
Go on, Krillin! I'd worry about yourself first. It looks like I'm just too powerful for you. I wanted to defeat him myself. Ouch. Need for Tommy to die yet? Without the dragon balls, I can't bring back my father. Ja, der große Garlic Junior ist ein bisschen eine Sache für sich, ja. Verpiss dich endlich mal. Meine Gosh, Alter. Dachte, er lässt mich nie in Ruhe. Ah, oh, endlich. Krillin oder Gohan? Yeah, Mom. I have a little power left. I can't protect you, but... Huh. It's kind of depressing having you have to protect me. Here goes. Hopefully I can at least buy you and Kami a little time. I can help too. Ouch. Ja, Krillin? Zeit verschaffen kannst du ein bisschen. Alter, laber mich nicht voll, ich bin mit Krillin so gut. Eigentlich. Was ist das? Alec Junior, geh mir nicht auf die Eier. So, jetzt kriegst du noch eine Destructor Desk in die Fresse. Ihr habt die Faust gesehen, Leute. Ihr habt die Faust gesehen. Das gibt's doch nicht, du kleiner Hundesohn, du. Hier. Bevor ich zu Son Gohan wechsle. Das war ja mal gar nichts. Gohan. Once I defeat you, I will reign supreme. So long as the Macchio Star remains, my power is unlimited. Fear and despair shall spread with the light of the Macchio Star. Gohan, pour everything you've got at him. You're the only one who can finish him off. Go on. Just what are you planning? Der Witz ist, dass Garlic Junior auf der gleiche Weise wieder fertig gemacht wird wie beim ersten Mal. Indem er sich im Prinzip seine Sache, wie soll ich sagen, der Grund, wieso er besiegt wird, selbst herstellt. Ich frage mich, was Golden Junior eigentlich ist. Ein Mensch ist er nicht. In der Nikianus scheint er ja auch nicht zu sein. Aber ich find's eh witzig. Im Prinzip haben alle, was so göttlich sind, ist alles so außerirdisch. Weil ich Dragon Ball Z. Ich meine, die Kaio Shin. Der Gott der Zerstörung, wobei das eine Pussy. Und ja. Falls das mal einen aufgefallen ist. Und Whis hingegen ist ja auch schon wieder eher so komisch. Ja, wobei Whis ist echt so eine Sache für sich. Mr. Piccolo! We won! Even without my dad! Well, with an opponent as weak as Garlic Jr., we didn't even need Goku. But... If it comes again, you'll be able to handle it yourself. I want to train more. Ja. Das war mit Garlic Junior.
So, wir sind jetzt die 0 auf 50 Filme eigentlich fertig. Oder auch nicht ganz. Warte mal. Stärkste von Stärkste. Ne, Dr. Willow hatten wir. Galaxy Junior hatten wir. Talos hatten wir. Ne, jetzt kommt echt nur noch Cooler. Und die Cyborgs und Brody und so weiter. Und Bojack. Das sind wieder die besseren Filme. Ja, die Scheißfilme haben wir jetzt durch. Also beziehungsweise der Talos-Film ist durchschnittlich. Und Bardock-Film ist eigentlich cool. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.